So, willkommen wieder zu einer neuen Folge Raid am Mittwoch. Denn Herr Ramses hat wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst aus unserer Community. Und ich bin froh, dass der Markt wieder frei ist. Hier war so ein Treiben gerade. 2 Millionen Leute, die sich eine gratis Bratwurst holen wollten. Und was habe ich denn jetzt wieder gemacht? So, jetzt passt aber. Das habt ihr ja eh noch nicht gesehen. Und dann hatte ich Sonne auch noch geblendet und jetzt muss ich extra warten, bis der Lärm weg ist und bis mir die Sonne nicht mehr so ins Gesicht knallt. Und jetzt würde ich sagen, geht es los mit den Highlights der Woche und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche für euch. Also, go! Angefangen mit einem Bild von Shuri, der was die Woche, die vergangenen Wochen nicht besser beschreiben konnten. Warum weinst du? Weil ich keinen Shiny Groudon Kyoko bekommen habe. Oh. Und da gibt es sicher Leute, denen ging das auch so. Die haben ein paar Raids gemacht, Kyoko Groudon, als sie da waren, aber haben nichts abbekommen. Fand ich cool, so zum Abschluss, als sie wieder weg waren, für die Leute, die wirklich nichts bekommen haben, das in so einem Bild festgehalten. Daniel Inziere hat uns gezeigt, nachdem tagelang nichts ging, heutige Ausbeute bei 100 Tausch auf dem zweiten Account. Auf dem großen sind es noch ... mehr lesen. So, was hat sie denn da Gutes bekommen? 93er Enton, 93er Formeo, 98er Anorit, unten kann ich nichts mehr lesen. Ja, das Knospi ist natürlich cool, gerade Baby-Pokémon finde ich es immer sehr mühsam, die zu bekommen, weil die hat nicht jeder und wenn dann nur in geringer Stückzahl. Oder Formeo auch richtig krass, das als Glücks-Pokémon dann zu haben. Aber Glückwunsch auf jeden Fall dafür, dass er wieder so viel dann lucky geworden ist. Dann die Disney-Chunny, heißt die ja jetzt. Oh mein Gott, ist das süß! WTF hat sie da geschrieben und rastet komplett aus wegen einem Alola Vulpix, was sie wohl das erste Mal in ihrem Leben jetzt gesehen hat. Der Host of Death hat wieder ein bisschen getauscht, ein 100er Glücks-Gekka-Bohr bekommen mit 15, 15, 15. Leider Kack-Level, aber das ist ja eh günstig zum Hochziehen, kann man mal mitnehmen. Noch eins und ein Krebskorps hinterher, besseres Level, auch wieder 100%. So muss das sein, so macht Tauschen Spaß. Und der Extreme, mit dem hat er ja wahrscheinlich getradet, zeigt uns mal seine Schätzchen. 98er Flemly, 96er Libiscus. 96er Knogger, so kann's gehen. Libiscus würde mir auch noch fehlen, merke ich gerade als Lucky. Ja, und die anderen wahrscheinlich auch alle. Dann die Linsierer. Mainz hat ein weiteres Shiny Raupi bekommen und ich habe schon wieder vergessen, mein Internet auszustellen, dass die Benachrichtigungen nicht reinkommen. Dann gab es wieder mal eine neue Arena für uns: Historische Kirche Hesselried. Weil alle Kirchen sind hier historisch und das klingt einfach besser, deswegen schreibt man das so dazu. Wieder eine neue Arena natürlich hier reingekommen. Dann, wo wir es von Babys hatten, habe ich mich mit der Terrorzige am Strich getroffen und da haben wir ein paar Babys gemacht, getauscht und da gab es ein Magby jetzt als Glücks-Pokémon auch für mich. Jetzt fehlen mir nur noch ein paar einzelne und vor allem die neuen, aber das kommt nach und nach. Ein Glücks-Knospi habe ich auch bekommen, leider nicht von ihr, sondern von, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, ich glaube das war die Miami Beach, nennt es sich, korrekt auf jeden Fall, die hat mir da ein paar abgegeben, die hatte da einige auf der Hand, da hatte ich auch noch Staub, ne, 1.800.000, dann der Zahnfee hat uns gezeigt, also der Lukas, dass wir einen weiteren Stop bekommen haben, beim Hefemarkt ist es glaube ich, der Spielplatz ist also auch ein Stop. Andi, der Tauschgott, hat wieder zugeschlagen. Extreme zeigt uns hier sein 100er Kamaub mit 15, 15, 15, was ja auch relativ gut bei PvP sein soll. Ich merke schon, die Sonne kommt schon wieder zurück. Dann ging es los, neue Pokémon wurden eingeführt. Badribir ist erschienen mit seiner Weiterentwicklung. Noch drei andere, ein neues Pokémon hat der Brian gepostet. Da sind die Schatten aufgetaucht. Gute Vorarbeit. Der Horsti hat sein 98er Schnäppke entwickelt und hat sich da jetzt ein Frostedje draus gebastelt oder wie das heißt. Hätte ja klappen können vom Bockwurst-King, denn der hat Angriff beste, Verteidigung auch klasse und KP natürlich auch klasse, aber nur der zweite Satz. Da hat er sich bestimmt schon gefreut und dachte, dass das sein 100er ist, aber nicht ganz. Kleine Modenschau hat eine IV von 36, ist nicht die beste, aber Cognodon natürlich auch eins der neuen Pokémon, die eingeführt wurden. Endlich mal entwickelt von Vetrix, Team Gelb auf jeden Fall, sehr gut. Hat seinen Shiny Makuhita endlich entwickelt zu Shiny Hariyama. Der Quede,
Oh, da steht gar kein Text dabei. Hat auf jeden Fall, der ist nämlich jetzt umgezogen. Da hat er ein 100% Stolunior bekommen. Level 31, also nicht gebrütet, wild gefangen. Glückwunsch dafür. Der ISPO hat sich natürlich auch gefreut, dass es jetzt neue Pokémon gibt und man neue Sachen entwickeln kann. So konnte er endlich mal seinen Schlurp entwickeln, so Schlurpleck. Der steht ja da drauf, weil das so eine große, leckere Zunge hat. Dann gab es wieder einen weiteren Pokestop, der hinzugefügt wurde. Infotafel, Stadtplan, Information, Hitburghausen. Und, ach, das war in Coburg, eine Arena. Die wurde wieder mal als Shiny Arena besetzt von Linsira und Co. Wie ihr seht, diesmal in den Farben Gelb. Mit Shiny Drifloon auch, Shiny Azu. Das andere Ding da auf jeden Fall von Azuril, die Weiterentwicklung. Dann der linke Networks hat ein Madripier getauscht, hat 91% als Lucky Pokémon, also gleich bei den neuen geht's richtig zur Sache, da wird natürlich getradet. Der Hoffi hat auch ein Raupi bekommen, ein Shiny natürlich, da muss ich meine immer noch entwickeln, mal in einem Video. Spitzkopfni hat uns gezeigt, ein Klassiker, 98% Wetter geboostetes Palkia, richtig gute Sache, auch mit 15, 15, 14, beste Werte, die es gibt. Dann habe ich gezeigt, ich habe meinen Hornweisel entwickelt, also mein Vadripier zu Hornweisel und mein Cognodon zu Ramaidon. Die habe ich mir gegönnt, da musste ich aber etliche Sonderbonbons reinstecken, aber was mache ich sonst damit? Der Lukas hat getradet und hat zwei Palkia miteinander getauscht und das Besondere ist, seins ist ein 98er Glücks Palkia geworden und das Gegenstück dazu ist ebenso ein 98er Glückspalkia, also das muss man auch erstmal schaffen. Wieder eine kleine Shiny Arena von Linsira und Co. Diesmal mit Kleinkram, Babys, wie auch immer. Auf jeden Fall Anfangs-Pokémon und kleinen süßen Sachen. Alles Shiny und nochmal eins vom ISPO, der uns seinen Schlurpleck nochmal zeigen wollte, diesmal von hinten, weil das da so pervers aussieht, da freut er sich immer, wie ein kleines Schnitzel. Dann ein neuer Stop in der Nähe von der Goldbachaue, da kann man auch wieder nicht lesen, ein Gedenkstein, eine Gedenktafel, wie auch immer, ihr seht, da geht's richtig zur Sache, eins nach dem anderen. Der MK zeigt uns, sein Hund jagt auch, nämlich einen Carvador, was da auf dem Weg rumliegt. Die Linsira hat dann auch schon das erste neue Baby gebrütet, das Mobai ist das Baby vom Mogelbaum, wie man sieht. Die anderen zwei gibt es ja wahrscheinlich doch noch nicht. Und das ist das Einzige, was man jetzt bekommen kann, also immer schön Siebner-Eier rein. Der René hat ein Abra gefunden, auf den Markt saß das, mit 98%, leider nur 14 Angriff. Dann gab es wieder einen neuen Stop in Hesselried, die Brücke, die historische Brücke Hesselried. Auch dazu gekommen jetzt El Woppi, der hat wieder mal Glück gehabt, hat gleich ein 100%iges Palkia bekommen und er macht da immer so schöne Sterne dran, hat ein 100%iges Pichu hinterher gebrütet und das ist nicht der gleiche nochmal, denn ihr seht hier 17 noch was und hier 3 Uhr noch was, noch ein 100%iges Pichu und die hat er hier auch gezeigt, schon wieder ein Pichu, er hat also zwei hintereinander gebrütet, zwei 100%ige, das muss man auch erstmal machen. Dann habe ich ein 96er Palkia bekommen, das ist mein bestes bis jetzt, 15, 14, 14, kommt auf 3972, damit bin ich erstmal zufrieden. Wenn nichts Besseres kommt, würde ich so eins sogar auch hochziehen. Der Horse of Death hat noch ein bisschen getauscht und jetzt ein Glücksbronze. Da bin ich aufgestiegen mit Spooky Swigetti auf beste Freunde, 200.000, da steht dem Shiny Elekid nichts mehr im Wege. Der Hoffi wieder mit einem Shiny Raubi WP 10, also das ist wertvoll, das ist richtig genial, das würde ich auf jeden Fall aufheben. Oh, dieses blöde Licht, die Drecksonne. Freue ich mich mal, wenn es mal hell ist und dann, dann bin ich da raufgestiegen mit Maluk 1201 auf beste Freunde, wieder 200.000 Erfahrungspunkte. El Woppi noch ein Shiny Fukano bekommen. Und ein Shiny Shinox hinterher, also bei dem läuft's richtig. Dann hat es angefangen, das Event wurde eingeführt mit dem Jahr des Schweins, wo ihr vermehrt auch Glücks-Pokémon bekommen solltet. Da haben einige fleißig getauscht, der Bockwurst-King hat uns gezeigt, der hat ja ein 100%iges Glücks
Alola Knogger bekommen. Richtig gute Sache auf jeden Fall. Und ein 98%iges Glückspinsir. Dann gab es noch ein 100%iges Formeo in der Lusttropfen-Version, also Regen. Auch richtig gute Sache. Also das sind schon Prügel, die kann man mal mitnehmen. Der Extreme hat ein Haspiror geklickert, was zufällig auch ein 100%iges war. Bei dem wird immer alles ohne Glück glücklich, also nicht glücklich, aber 100%ig, also der braucht die Tauschfunktion gar nicht. Der Lukas hat auch ein bisschen getauscht, hat jetzt ein 100%iges Staralili als Lucky und ein Kanimani 100% auf Level 34, also das ist richtig genial. Das würde ich mir auf jeden Fall aufheben, vielleicht kommt im Dezember ja wieder so ein Best-of-Community-Day, wo man vergangene Sachen entwickeln kann für die Spezialattacken. Der Horsti, da ist schon eins, sieht ein bisschen blass aus, hat auch schon gleich ein Shiny Sponk bekommen. Das sind natürlich jetzt alle auf der Jagd nach dem Ding. Und ja, neuer Stop, wie soll es auch anders sein? Historisches Vereinsheim Hesselried, gleich noch hinterher. Das war damals bei der Purge mal irgendwas, ich weiß nicht was es war, irgendwas Fettes, das wollten wir uns holen und da ist keiner reingekommen, weil das so einen mega Zaun davor hatte. Also, dann habe ich auch ein bisschen getauscht, die ganzen Entons vom Enton-Event habe ich genommen und habe endlich ein Glücks-Enton bekommen. Mit 98% habe ich dann auch entwickelt und dann auch, glaube ich, verschickt, keine Ahnung. Auf jeden Fall will ich ja nur die Einträge jetzt im Pokédex haben für Lucky und der Beutel ist permanent voll, da muss man was machen, den muss man leeren. Dann hat der Host of Death noch ein 100%iges Pantymos sich ertauscht. Und der Brian hat illegale Hundekämpfe angezettelt. Was denkt ihr, wer gewinnt den Kampf? Wer gewinnt den Kampf? Hä? Wer denn? Wer gewinnt den Kampf? Das Pfiffchen oder das Alola Radfratz? Um 7 Uhr noch was. Also der Brian, der hat die besten Zeiten natürlich. Und zum Abschluss, ist das der Abschluss? Ja, gerade noch ganz frisch eingetroffen vom Hoffi. Der hat jetzt endlich Level 40 erreicht. Props dafür natürlich. Grüße gehen auch raus. Und wir haben jetzt noch den Schocker der Woche für euch. Also bis gleich. Und da ist es, der Schocker der Woche. Das Enton-Event ist zwar schon ein bisschen vorbei, aber Kyogre, Groudon, die waren ja da. Das hat alles überschattet. Und jetzt haben wir es wie hier drin, denn Kai hat das bekommen, steht hier. Die Nummer muss ich oben noch irgendwie ausblenden, keine Ahnung. Ist immer doof, so. Aber Kai hat das bekommen, ein Shiny Enton mit 100%. Und Enton immer noch eins meiner Lieblings-Shinies, dieses Minzblau, was es da hat. Sieht richtig genial aus, beziehungsweise Eisblau, wie so Eisbonbon. 100%, richtig gute Sache. Auf jeden Fall, Grüße gehen raus an Kai und für den Schocker der Woche Props nochmal hinterhergeschmissen. Und jetzt verziehe ich mich hier auch, weil die Sonne, die geht mir nämlich richtig aufs Enton. Und würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Raid am Mittwoch. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.